Hallo FCA-Fans, ich bin Sergio Córdoba, ich komme aus Venezuela, bin 20 Jahre alt und ich bin glücklich, hier zu sein in Augsburg. Sergio, schön, dass du hier bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist jetzt über ein halbes Jahr schon hier beim FCA. Wie geht's dir aktuell, wie fühlst du dich? Mir geht es sehr gut. Ich fühle mich super. Die Mannschaft und meine Mitspieler sind echt toll. Alle haben mich super aufgenommen und ich habe ein zweites Zuhause gefunden. Ich arbeite täglich hart an mir, um noch besser zu werden und hoffe, dass wir die Ziele, die wir uns gemeinsam gesteckt haben, alle erreichen. Augsburg ist ja deine erste Station in Europa. Wie gefällt es dir denn hier? Hast du schon ein Lieblingsplätzchen gefunden in der Stadt? Ja, es ist meine erste Station in Europa und es ist eine große Herausforderung. Ich bin glücklich, hier zu sein, auch wenn es teilweise sehr kalt ist, aber damit werde ich klarkommen. Augsburg ist eine schöne kleine Stadt mit vielen schönen Plätzen. Ich fühle mich hier sehr wohl, es gibt viele schöne Restaurants. Ganz gerne bin ich auch im Picknick unterwegs. Dort trinke ich gerne Kaffee. Ich glaube, es ist eine sehr schöne Stadt. Es pequeño y aparte del clima, pienso que todo es bastante bonito, ¿no? Wie kommst du denn mit deinen neuen Mannschaftskameraden klar? Wie ist denn da so die Verständigung? Ist die Sprachbarriere groß oder wie läuft das bei euch ab? Ya, aunque no creas, entiendo un poquito. Der Fußball hat seine eigene, einheitliche Sprache. Da versteht man auch vieles, ohne die eigentliche Sprache zu sprechen. Ich verstehe schon einiges auf Deutsch, aber klar, einiges ist auch noch schwierig für mich. Meine Mitspieler helfen mir da ganz gut weiter, vor allem Kajubi, Alfred oder Daniel. Sie erklären mir viele Dinge und übersetzen auch für mich, wenn es auf Details ankommt. Beim Spiel gegen Hamburg hast du dein Startelfdebüt feiern dürfen. Wie war es für dich, mit der Mannschaft einzulaufen? Und war das so der nächste Schritt, um endgültig in Augsburg anzukommen? Das war ein Wahnsinnsgefühl. Da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Gleich vom Beginn an in der Bundesliga zu spielen, ist einfach unbeschreiblich. Ich arbeite täglich hart auf diese Momente hin und bleibe immer konzentriert und fokussiert. Ich denke schon, dass das der nächste Schritt war, um hier weiter reinzukommen. Ich gebe immer mein Bestes und wir werden sehen, wohin die Reise dann geht. Jetzt am Samstag steht schon das nächste besondere Spiel für dich an. Es geht gegen Gladbach. Im Hinspiel hast du dein erstes Bundesliga-Tor für den FCA gemacht und es war auch noch ein ganz wichtiger Treffer in der Nachspielzeit zum 2:2 Unentschieden. Kannst du nochmal beschreiben, wie das für dich war und wenn du zurückdenkst, wie hat sich das angefühlt? Ich kann mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern. Das war das erste Heimspiel für mich hier in Europa bei meinem neuen Club. Und dann gleich so ein wichtiges Tor zu machen in der Nachspielzeit, das war klasse und ein unfassbares Gefühl. Ich werde mich bestimmt noch lange an dieses Spiel zurückerinnern. Gladbach ist eine super Mannschaft und ich werde auch jetzt wieder versuchen, hier mein Bestes zu geben und natürlich versuchen, ein Tor zu schießen. Ich bleibe aber ruhig und konzentriert im Training. Mal schauen, ob mir dann am Wochenende wieder ein Tor gelingt. Jetzt seid ihr ja perfekt ins Jahr 2018 gestartet. Was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Wird es ein harter Kampf gegen die Fohlenelf? Klar, wir sind gut gestartet, wir arbeiten aber auch hart. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Wir sind ein eingeschworenes Team und haben eine super Mentalität. Auch bei diesem Auswärtsspiel fahren wir dorthin, um Punkte zu holen. Letzte Frage, blicken wir ein bisschen voraus. Was sind deine Wünsche und Ziele für die restliche Saison? Ich möchte einfach das Beste aus mir herausholen, um gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Dann können wir auch in der Bundesliga bestehen. Da möchte ich meinen Teil dazu beitragen und dafür arbeite ich jeden Tag hart. Das ist für mich das Wichtigste in dieser Saison, damit wir einfach so weit wie möglich kommen. Dann weiterhin viel Erfolg beim FCA und danke fürs Interview. Ciao, danke, vielen Dank.